Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostriff. Ich muss mal eben was loswerden und zwar danke. Ihr seid einfach geil. Ich habe unter dem letzten Video so viele tolle Kommentare gelesen. Das hat mich wirklich riesig gefreut. Also ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Das hat richtig Spaß gemacht, die Sachen durchzulesen und die Tipps durchzulesen. Da waren auch wirklich viele hilfreiche Sachen dabei, die ich auch einstellen möchte und ändern möchte. Genauso wie das mit den Brunnen zum Beispiel, dass das immer auf so und so viele Häuser gerechnet wird und auch mit den Marktständen. Da sind wir natürlich auch hinterher. Ich wollte hier ja auch noch einen Marktstand hin platzieren. Hier habe ich noch einen stehen. Zudem habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich für die Leute, die die Nahrungsmittel ranholen, auch gerne den Gehalt auf 120 stellen kann, dass man dann auch da mehr finden würde. Das ist ja immer nur so teilweise, dass die das machen, damit die Leute dann auch wirklich sagen, okay, das lohnt sich, da gehen wir hin. Das habe ich jetzt mal eingestellt. Ich fand es schade, es war eine Privatnachricht. Ich hätte mich gefreut, wenn die öffentlich gewesen wäre, aber das ist auch nicht schlimm, das muss jeder ja selber wissen, wie er das machen möchte. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, genauso wie der tolle Vorschlag hier unten auch nochmal zwei Häuser hinzuplatzieren. Hier haben wir ja auch genug Platz, damit wir dann auch die Arbeitsstellen hier unten sichern können für die Personen und. Ich versuche natürlich immer auf alle Ratschläge größtmöglich einzugehen. Ich hoffe, ich übergehe keinen. Ein Vorteil ist, dass bei mir natürlich, ich produziere seltenst vor, weil da fehlt mir die Zeit für, das vorzuproduzieren. Deswegen kann ich eigentlich immer von Folge zu Folge auf die Kommentare eingehen und das freut mich wirklich riesig. Also es macht richtig Spaß, mit euch zusammen zu spielen und die Kommentare durchzulesen. Bevor ich jetzt noch weiter ins Gefühlsgedusel eindringe, werde ich mal langsam wieder Start machen. Wir haben hier ja unseren zweiten Kuhstall, den wir quasi fertig bauen. Da wurde mir auch schon gesagt, dass ich das dann aufteilen kann. Das wusste ich auch nicht, also dass ich die quasi von A nach B schieben kann. Die Tiere, das finde ich auch ganz gut, das werde ich dann auch tun, sobald der fertig ist. Da muss ich mir auch keine neuen kaufen. Und mir wurde gesagt, deswegen habe ich die beiden Schlachter hier rausgenommen, dass die automatisch, wenn ich welche eingestellt habe, die Kühe vom Feld führen. Und das meine ich auch in der letzten Folge so gesehen zu haben, dass da auf einmal ein Tier runtergeführt wurde, was ich aber gar nicht geordert hatte. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich hier noch Schlachter eingestellt hatte. Ist es natürlich nicht schlimm, wenn ich mehrere Kuhställe habe, ist es auch irgendwann ein bisschen zu viel Arbeit nebenbei, das alles zu machen. Momentan habe ich nur einen. Und daher möchte ich das noch ein bisschen selber steuern, welches Tier ins Schlachthaus gebracht wird und welches nicht. Dass wir da nicht irgendwann auf einmal alle Kühe weg haben. Das wäre, ich weiß nicht genau, wie geschickt die das machen, aber für uns wäre das auf jeden Fall nachteilig. Das Grün wächst ja auch hervorragend neben unseren Ständen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Ich habe, wie gesagt, auch die Gehälter ein bisschen in den Marktständen hochgedreht, aber nur minimal. Das habe ich auf 110 gestellt. Mal gucken, wie es so wird. Ich wollte das bei den Fischerhütten auch machen. Da wollte ich nämlich auch einstellen. Da kann ich aber nur für die Arbeiter einstellen. Aber wenn ich das hier auch auf 110 stelle und hier auch auf 110, da kann ich mich ja langsam annähern. Wenn ihr irgendwie einen Prozentsatz kennt, den man da wirklich gut einstellen kann, dann dürft ihr mir das natürlich auch wie immer gerne unter die Kommentare schreiben. Ich ändere das immer gerne alles ab und wir probieren mal aus, wie es bei mir so funktioniert, weil jedes Dorf ist ja auch ein bisschen anders aufgebaut und strukturiert. Deswegen weiß ich nicht, ob es da wirklich so eine gute Faustregel gibt, die man dann für alles übernehmen kann. Wir werden, wie gesagt, hier unten mal eben zwei Häuser hin platzieren. Die werde ich erst noch pausieren, aber die möchte ich hier gerne hinsetzen. Ich weiß auch nicht, ob ich die auf die Schräge hier setzen kann. Nee, das geht nicht. Aber ich werde hier ein Haus hinsetzen. Nicht den Gehweg blockieren. Ah, schade. Die sagen hier unebene Fläche. Könnte auch sagen, ich setze hier mal eine Brücke rüber und setze hier ein paar Häuser hin. Also
Alternativ könnte ich die hier hinten hinsetzen, weil hier hinten ist halt eine ebene Fläche. Aber ich glaube, wenn ich das hierhin mache, nicht viele Häuser, nur so 2-3 Häuser, Marktstand und das war's auch schon, weil den Rest kriegen die ja. Gut, die Lebensmittel sind ein bisschen weit weg, weil hier hinten in der Mitte des Stadtzentrums quasi auch das Lebensmittellager ist, aber ich glaube, das wäre noch okay, weil wenn wir nämlich uns nach hierhin weiter ausbauen, ja, ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Gucken, passen die denn? Schade, dass das unebene Baufläche ist. Ich könnte die natürlich hier hinsetzen. Das wäre auch noch relativ nah, aber das wäre nicht viel näher als da. Wenn ich die hier hinsetze... Ah, das steht da jetzt wahrscheinlich, weil ich da auch keine Brücke habe. Was wir aber eben machen können. Ich einfach nur mal bauen, die Brücke. Die muss ja noch nicht fix sein. Dreht die Brücke sich automatisch? Ich habe das leider noch nie gebaut. Ah, okay, so geht das. Ich hier jetzt eine Brücke hinsetze? Entschuldigung. Oder ich setze sie lieber hier hin. Ich setze sie, glaube ich, lieber hier hin. So. Passt nicht. Ah, schade. Vielleicht hier hin? Ich möchte ungern die Fischer zu sehr aufhalten. Das werde ich pausieren. Also ich möchte nicht, dass ich hier die einfach da einbaue und die dann nicht mehr angeln können. Das wäre nämlich ärgerlich. Das wollen wir ja nicht. Und wenn wir die Brücke nämlich haben und die fertig ist, dann müssten wir hier oben prinzipiell ja nochmal 1-2 Häuschen hinsetzen können. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht, weil die Verbindung halt fehlt. Zur Stadt. Ich glaube, ich lasse das Ding erstmal durchlaufen und wir gucken mal, wer da arbeiten will und kann. Die Ernten werden zum Teil schon reingeholt. Wie viel Fisch haben wir denn auf Halde? 15 nur noch. Also zu viel darf ich da auch nicht wegnehmen. Nägel bräuchten wir aber erstmal nicht mehr so viele. Und den Karrenstand da hinten muss ich voll machen. Die werde ich schon mal ordern, damit ich das nicht vergesse. Und im Winter oder wenn dann die Zeit quasi kommt, kann ich hier nochmal einstellen. Das kann ich auch jetzt eben schon mal machen, damit das da gebaut wird. Das wurde nämlich auch unter Kommentar geschrieben, wenn ich die Karrenstände baue, dann muss ich natürlich auch Karren drin haben. Im Winter mache ich das sonst auch relativ gerne, dass die Leute im Sommer sonst eher helfen. Da geht jetzt gerade sowieso noch keiner rein. Eher helfen, die Felder zu bewirtschaften und abzuernten. Und sonst brauche ich halt wirklich viel, viel, viel mehr Häuser. Das ist mir auch schon aufgefallen, das werden wir aber auch tun. Also wir werden hier oben auch unsere Häuserreihe fertig bauen, die ich auch noch fertig bauen möchte. Vielleicht versuchen, wieder so einen Bogen hinzukriegen. So. Ja, das ist natürlich nicht so das Schönste. Von den Wohnflächen her dann. Aber so kriegen wir den Bogen gut hin. Und dann können wir hier hinten wieder gerade werden. Relativ auf jeden Fall. Und haben dann zwischen den Häusern noch genug Platz, um auch noch mal das ein oder andere Gebäude zu setzen. Also sei es ein Marktstand oder noch mal ein Lager. Ich werde das erstmal alles pausieren. Weil die Leute natürlich erstmal andere Sachen machen sollen. Schuhe werden hergestellt.
Das ist ganz gut. Gucken mal schnell. Wir sind jetzt bei 21. Das heißt, ich müsste hier einen einstellen und mal eben einen Bullen rausnehmen. Weil bald kommen die Tiere wieder ins Lager und das wollen wir ja nicht, dass die dann einfach wieder verschwinden, weil wir hier nur 20 Boxen drin haben. Und das wäre dann ärgerlich. Das hatte mich ja letztes Mal auch so sehr gewundert. Jetzt ist man schlauer geworden. Ja gut, oben die Bauschlange ist natürlich immens. Da werden wir mal gucken. Ich möchte wahrscheinlich, dadurch, dass ich hier die Brücke rüber baue, noch nicht unbedingt jetzt direkt sagen, ich baue hier Häuser hin, sondern das möchte ich dann erst hier oben haben. Eine Familie hat kein Essen mehr. Das liegt daran, weil die auch kein Geld haben. Da wurde mir auch nochmal wirklich nett darauf hingewiesen, dass ich da auf das einfach so lassen soll. Das ist okay. Es gibt immer bei einer gewissen Anzahl an Bevölkerung immer den einen oder anderen, der etwas fauler ist und da nicht so viel Geld verdient, die natürlich dann auch Probleme haben, über die Runden zu kommen. Damit finde ich mich auch ab. Das kriegen wir aber wohl irgendwie hin, dass wir da vielleicht irgendwann einen gesunden Mittelweg finden. So, da brauchen wir jetzt erstmal keine. Die sollen mal alle auf der Farm helfen. Wenn es da noch viel zu tun gibt. Also hier unten ist gut abgeerntet. Das ist ganz gut. Ich glaube, das war gut, dass ich das ein bisschen höher gedreht habe. Dass die Leute auch sagen, okay, da wollen wir wohl. Würde auch einer reichen erstmal und hier würde auch einer reichen. Die Leute sollen erstmal die ganzen Sachen hier reinholen. Ich habe, wie gesagt, das auf 120 gedreht, auch das Gehalt der Leute auf der Farm höher gedreht. Ich habe das jetzt natürlich nicht saisonal eingestellt, also ich nehme die nicht immer wieder raus und stelle die wieder neu ein, sondern ich lasse die da drin. Wir kommen oben trotzdem immer noch so wieder ein bisschen plus, minus, plus, minus. Das wird sich, glaube ich, regeln. Der Trend ist eher Richtung Minus jetzt gerade gewesen. Aber das schaffen wir wohl. Hier habe ich halt auch, wie ich das am Anfang gesagt habe, die Option so geändert, dass die Leute da ein bisschen mehr machen sollen. Wenn ich die... Achso, wenn ich das Protect rausnehme, das müsste ja eigentlich reichen, oder? Ich muss nicht extra auf Remove drücken, oder? Also außer wenn ich jetzt sagen würde, dieser eine Baum stört mich ganz stark. Dann muss ich natürlich Remove machen, damit die den Baum auch rausnehmen. Aber wenn ich nur das Protect rausnehme, entscheiden die doch selber. So, da sind wir wieder. Ich musste einen kleinen Cut machen, da meine Tochter doch ein bisschen lauter wurde. Die ist gerade aufgestanden und da wollte ich nicht, dass das zu sehr in der Aufnahme stört. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. War jetzt ja auch nur ein kurzer Moment, aber bei 9 Monaten... kann man den kleinen Geschöpfen leider noch nicht so richtig sagen, jetzt aber Ruhe. Das verstehen die auch nicht und die sollen sich ja auch noch austoben. Jetzt liegt sie auf jeden Fall wieder im Bett und ich hoffe, dass die Aufnahme so ganz normal weitergehen kann. Ja, wir sind dabei stehen geblieben, dass wir drüber geredet hatten, hier unten die Brücke zu bauen und die Häuser da oben hin zu platzieren. Jetzt fängt sie auch bald an, kälter zu werden. Immer mal schön den Livestock im Auge behalten. Der erste Händler ist angekommen. Der möchte wieder Schuhe. Schuhe haben wir jetzt noch nicht wieder so viele auf Lager. Da könnte ich ihm aber 6 Einheiten schon mal wieder mitgeben. Und ich glaube, das werden wir auch soweit tun. Machen wir einen Deal. So, weil wenn wir nämlich wirklich jetzt dann schaffen, die zweite Rinderfarm fertig zu bauen, dann wäre das natürlich schon schön, wenn die Leute dann auch hier, also der Schuster und so, die werden dann ja richtig was zu tun haben. Wir können hier den Schlachter rausnehmen. Den lassen wir da jetzt noch drin. Der stellt ja noch die restlichen Sachen her. Und hier auch. Das soll ja einfach erstmal nur langsam passieren.
Okay, das ist gar nicht gewachsen. Das wundert mich ein bisschen, aber gut. Weil auf allen anderen Feldern ist es gewachsen. Hier wird es schon abgetragen. Vielleicht habe ich es zu spät eingestellt gehabt. Das ist gut möglich. Fisch haben wir noch ein bisschen und Fisch haben wir auch noch hier. Wir brauchen hier unten halt auch die Häuser. Deswegen möchte ich die Brücke dann als nächstes fertig bauen. Da sind die Sachen auch schon hingebracht worden. Und dann werden wir hier auch direkt mal eben ein, zwei Häuser hin platzieren, die einfach erstmal wirklich jetzt nur dann für die Fischerhütten da sein sollen. Also es ist halt immer eine Frau dabei, ein Mann und meistens zwei Kinder. Sagen wir zwischen ein und drei. So um den Dreh kommen die Kinder dann ja auch dazu. Vielleicht setzen wir dann hier doch wirklich nochmal 1, 2, 3 Häuser hin. Da werden wir dann mal schauen. Bevor ich da oben die Batterie fertig schließe, möchte ich halt, dass die Brücke so nach und nach fertig gebaut wird. Das können die auch gut und gerne nebenbei schon machen. Vom Livestock her ist es alles hervorragend. Hält sich schön im Rahmen. Da klicke ich jetzt nicht drauf. Das ist das übliche Leiden, was wir haben, was ja auch gesagt wurde. Wie gesagt, die Reihenfolge soll sein, erst die Brücke. Dann möchte ich hier unten so zwei, drei Häuser hinsetzen. Das ist natürlich ein bisschen sehr weit ab vom Schuss. Aber das ist völlig okay. Das kriegen wir trotzdem hin. Also ich möchte die ungern hier oben zwischensetzen. Könnte ich tun. Aber hier wäre dann halt auch nur eins. Und das wirkt dann, ich finde, das ist ein bisschen gequetscht. Zur Not kann ich die Lücken immer noch füllen. Aber noch haben wir den Platz. Und da möchte ich die Häuser gerne hier hinsetzen. Damit wir die Bevölkerung auch nach und nach erhöhen können. Ja, Familie ohne Geld ist ja wirklich ein übliches Problem hier in diesem Spiel. Das kann man auch nicht so richtig beeinflussen. Die nehme ich jetzt raus. Die können jetzt auch noch den Rest weitermachen hier. Natürlich ist es, wenn ich die von da, weiß ich nicht, ob die da unten groß mitbauen werden. Aber die Ernten sind eingetragen. Soweit ist es ganz gut. Die Leute ruhen sich hier schön auf den Bänken aus, die wir platziert haben. So soll es ja auch sein. Dafür sind sie da. Wir haben hier natürlich... Ui, da werde ich ein bisschen rauszoomen. Die Bank werde ich wegnehmen. Ist natürlich direkt davor, die werde ich daneben setzen. Muss jetzt einmal ein bisschen näher ranzoomen, damit das auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. So. Dann können die Leute sich auch da auf der Bank ausruhen und müssen nicht so weit weglaufen vom Arbeiten her. Es sieht schon schön aus. Ich mag das wirklich, dass das so Stück für Stück fertig gebaut wird, dass man den Arbeitsschritten auch so ein bisschen folgen kann. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Fisch wird natürlich knapper, weil wir auch von der Bevölkerung her immer mehr und mehr werden. Aber ich habe hier halt auch immer nur so 2 bis 3 eingestellt. Ne? Jetzt kommt die Winterzeit, da ist es dann sowieso zu kalt, steht ja auch dann da oder stand da gerade. Ich habe es natürlich ein bisschen schneller weggemacht. Aber die meisten von euch werden das ja so kennen. Nur kurz gucken. Hier ist auch kein Untätiger. Hervorragend. Die haben alle was zu tun. Alle schleppen und bauen sie die Sachen. Sobald die Brücke gleich das Geräusch macht, dass sie fertig ist, werden wir hier unten Häuser platzieren. So, das werde ich schon mal weitermachen lassen. Die können die Sachen da schon mal hinbringen. Ein neuer Männer, okay. Sonnenblumen und Sonnenblumenöl. Also das Einzige, also hier haben wir halt nichts mehr drin. Da wurde auch gesagt, natürlich kann ich nur die Sachen handeln, die wir hier im Trading Post haben. Aber momentan ist es halt so, dass ich die Sachen lieber unter der Bevölkerung
kaufen und verkaufen wollen würde und dass ich nur die Endprodukte wie Schuhe zum Beispiel und Kleidung. Achso, alles klar. Und auf jeden Fall dann die Kleidung später vielleicht noch mitverkaufen wollen würde. Aber zuerst möchte ich erstmal, dass die Bevölkerung ausgestattet ist. Wenn wir dann den Kuhstall auch noch fertig kriegen, dann kriegen wir das auch mit den Fellen und dem Fleisch. Wird dann auch viel mehr werden für die Bevölkerung. Das wird dann auch schön. Und wir können dann auch mehr produzieren. Und ich möchte halt, wie gesagt, lieber die Endprodukte über die Händler verkaufen, als die Lebensmittelressourcen. Wenn wir dann natürlich einen riesen Haufen haben, wie zum Beispiel jetzt von den Kartoffeln, 44 Stück, also Einheiten, das ist natürlich so ein Ding, da kann man sagen, okay, wir ändern da nochmal was dran, dass wir sagen, zum Beispiel, wir nehmen da mal, die Brücke ist fertig, wir nehmen da mal ein bisschen was raus. Ja, schön. Wir nehmen da mal ein bisschen was raus und dann klappt das auch wohl. Jetzt werden wir das Ganze mal kurz pausieren. Und zwar um zu schauen, wie wir die Häuser hier hinsetzen. Hier passen sie hin. Setzen wir hier mal 1, 2 und 3. Ich setze mal 4 Häuser. 4 Häuser, was wir jetzt natürlich nicht vergessen dürfen, ist, wo ist es? Hallo? Da, der Brunnen. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Und ein Marktstand, den dürfen wir auch nicht missen. Den möchte ich vielleicht hier ans Wasser setzen. Das stelle ich mir doch ganz schön vor. Den setzen wir da auch mal direkt hin. Und wenn wir gerade dabei sind, kommt hier nochmal ein bisschen Grün hin. Und nochmal eine Bank, damit die Leute sich auch schön hier ausruhen können. So, wir haben ja auf der anderen Seite auch noch Bänke. Und diese Häuser, jetzt ist natürlich hier oben, das ist unnormal viel. Das ist wirklich unnormal viel, aber das ist auch nicht schlimm. Das arbeiten wir nach und nach ab. Diese Häuser sollen jetzt zuerst fertig gebaut werden. Deswegen werde ich jetzt den Kuhstall pausieren. Pausiere ich den? Nee, mache ich nicht. Ich glaube, dass die Leute hier trotzdem die Sachen hinbringen werden. Da, ja, da kommen die Sachen schon auf jeden Fall bei dem Haus hier hinten. Dann könnten wir uns auch bald überlegen, einen zweiten Holzfäller einzustellen. Sehr gut, die Leute aus den Mühlen habe ich rausgenommen. Genauso habe ich mir das ja auch gehofft. So. Hier sind noch 4 Sachen in der Bauschleife drin, möchte ich mal sagen. Die Sachen werden runtergebracht. Der Kuhstall wird fertig gebaut, wie wir uns das ja auch wünschen. Dass wir da dann so nach und nach die Sachen rüberkriegen. Das ist doch richtig, dass ich hier einen Fehler drin habe, oder? Oh. So müsste das ja eigentlich sein. Auf jeden Fall bei dem Feld war ein Fehler drin. Ja, hier kommen... Ja, okay. Mal ganz kurz muss ich hier reingucken. Das ist hier. Kartoffeln. Ich habe ein bisschen wenig Weizen da drin, sehe ich gerade.
So. So gefällt mir das besser. Die sind ja auch noch jetzt alle aktiv. Da muss ich ja nicht mehr den Haken reinsetzen. Ich habe das jetzt gerade erstmal so nochmal gesehen. Das ist immer so ein bisschen, man stellt sich das immer so ganz toll geplant vor. Und dann sieht man so wie gerade auch, die Leute haben halt nichts zu arbeiten in den Mühlen. Was jetzt soweit kein Weltuntergang ist, weil jetzt ist ja die Bauzeit im Winter, möchte ich mal fast sagen. Wir könnten mal einen Händler losschicken. Schicken wir mal hier hin. Da könnten wir uns ja auch mal ein bisschen Weizen dann kaufen. Für die Zeit, dass die Müller dann auch wieder arbeiten können. Zudem können wir dann auch den Marktstand aktivieren, damit da hinten die Karren fertig gebaut werden. Das fände ich dann noch ganz vorteilhaft. Das erste Haus ist gleich schon fertig. Ja, Mensch. Okay, jetzt sogar ohne Kind, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist soweit auch nicht schlimm. Wir haben dann noch den Brunnen und den Marktstand, der fertig gebaut werden soll. Das wird soweit dann auch klappen. Wir werden wahrscheinlich ein... Ja, so richtig weit werden wir hier nichts machen. Vielleicht werde ich hier oben noch einen Holzfäller reinstellen. Dann haben wir einen zweiten. Oder hier hinten rein. Später, damit hier auch die Bäume so langsam nach und nach verschwinden. Wir können die ja natürlich auch selber wieder nachpflanzen. Hier wäre natürlich riesig viel Bauland, aber ich wollte das mal mit der Brücke haben. Das finde ich irgendwie ganz schön gemacht. Auf zu anderen Ufern, oder wie sagt man so schön? Das zweite Haus ist auch gleich fertig. Genauso stelle ich mir das vor. Der Kuhstall wird da hinten auch fleißig fertig gebaut. Genauso soll es sein. Unser Händler ist angekommen. Da könnten wir uns jetzt das direkt holen. Das wollte ich aber gar nicht. Also sind halt immer die gleichen Sachen. Immer die gleichen Sachen, die anbieten. Und das ändert sich auch nicht. Also auf jeden Fall bei mir hat sich das letztes Mal nicht geändert, wenn ich mehr selber anbiete. Also die wollen immer nur, dieser Händler wollen immer nur Kartoffeln haben. Ich hatte da bis wirklich viel drin, in den ersten Folgen sieht man das auch. Da war viel drin, über Weizen, über Mehl, über Nägel, Holz und die wollten immer nur Kartoffeln haben. Fisch, alles war ja alles drin. Das war ein bisschen ärgerlich. Ah gut, ist nicht schlimm. Dann war das der Fehlgriff, das müsste ich mir vielleicht einfach mal notieren. Dann weiß ich das auch, dass dieser Händler wirklich, oder das Dorf wirklich... kein Weizen verkauft. Was wir auch eigentlich wirklich gut selber anbauen können, wird jetzt ja auch in der nächsten Saison passieren. Das war einfach nur ein unglücklicher Fehler. Kartoffeln möchte ich da haben. Fisch, da sitzt man ja direkt an der Quelle. Und auch Schuhe. Oder eher... Kleidung und dann setze ich da nochmal einen zweiten Marktstand hin. Ah, ich glaube, ich bin hier ein bisschen weit nach unten gerutscht, wenn ich mir das so angucke. Ich werde da nochmal einen zweiten Marktstand hinsetzen, einfach nur, dass ich auch die Waren anbieten kann, die wir haben. Ist unglücklich. Die laufen da natürlich direkt durch, ne? Da müssen sie jetzt einen kleinen Knick machen. So, hier muss ich nochmal eben einstellen, dass die mehr Geld kriegen. Dann finden wir dafür auch Leute. Jetzt ist die Frau von da nach da gewechselt, weil es da mehr Geld gab. Okay, gut, kann man mal machen. Ist ja kein Problem. Hier möchte ich dann anbieten, jetzt haben wir hier Schuhe drin. Kleidung. Dann möchte ich hier Schuhe anbieten. Und Fleisch. Und Milch, wenn möglich. Und das andere lassen wir uns erstmal offen.
Aber sehr gut, wir haben die... Da könnten wir wieder Schuhe verkaufen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Da haben wir nicht mehr als vorher. Nee, da ist alles soweit raus. Das lassen wir auch so. Das ist ja ganz gut. Ja, schön, der Schnee schmilzt. Entschuldigung fürs Räuspern. Die Häuser laufen, das finde ich sehr gut. Sollten bald genau mit dem Karren arbeiten. Hier eigentlich auch. Ja, genau, das finde ich sehr gut. Das Haus wird auch fertig, dann haben wir hier unten auch ein bisschen mal wieder Bevölkerung. Müssen wir nur aufpassen, dass es den Familien soweit gut geht, aber das kriegen wir hin. Die Felder sind schon am Überarbeiten. Das Haus ist sofort fertig. Ja, zack, durch. Sehr gut, jetzt haben wir auch dadurch, dass wir hier das Haus haben. Bin ich da drüber gekommen oder? Ja, deswegen hat es wahrscheinlich gerade rot geleuchtet. Dadurch, dass wir hier die Häuserreihe haben, haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Leute, die hier helfen können auf dem Feld. Das gefällt mir. Haben die denn... Okay, die sagen alle keinen Job. Aber kriegen die da schon ordentlich was? Wir werden hier wieder Fischer einstellen. Und diesmal 4 an der Zahl. Damit wir wieder ein bisschen mehr Fisch kriegen. Das haben wir jetzt gut runtergewirtschaftet. Da hatten wir jetzt nicht eine große... Wie nennt man das? Überfischung der Gewässer, sondern da haben wir darauf geachtet, dass wir wirklich auch alles wieder ein bisschen runterschrauben. Das müsste der Brunnen gewesen sein. Hervorragend. Der Brunnen ist auch fertig. Thatch, wie viel haben wir da noch? Eigentlich noch gut was auf Lager. Arbeiter brauchen wir jetzt für die Mühle nicht. Weil wir so leider kein Weizen haben, da muss ich mich halt wirklich drum kümmern, dass das klappt. Dann brauchen wir da 2. Super, hier sind 4 drin, da sind 4 drin. So, Holz. Ist soweit ganz gut, da kann ich eigentlich auch nochmal einen einstellen. Nägel, habe ich jetzt gerade nicht nachguckt, hervorragend. Sind wir auch am Maximum angekommen? Der Kuhstall ist fertig. So, wie kann ich die jetzt denn von A nach B schieben? Ah. Ah, okay. Dann möchte ich da auch noch die Kuh drin haben. Und noch ein bisschen was von dem Jüngeren. Bull noch mal dazu. Ich glaube, ich möchte hier aber hauptsächlich auch wirklich Frauen drin haben. So, da sind die Tiere. Gucken wir hier mal kurz durch. Hier haben wir jetzt noch sehr viele Bullen. Vielleicht werde ich da nochmal einen 2-jährigen Bullen überziehen. Genau, dann können die sich nämlich alle erstmal hier nach und nach. Ich meine, ich könnte jetzt auch 10-10 sagen. Oh, neugeboren. Sehr schön.
Das nicht so gut. wundert mich eigentlich, aber gut. Wahrscheinlich lag das auch ein bisschen daran, weil wir da noch keine Arbeiter drin hatten. So, ist egal, da sollen auch die Männer drin arbeiten. Kühe sterben. Jetzt nicht mehr. Das war doof. Ich hätte vielleicht vorher die Arbeiter einstellen sollen, dass die Sachen darüber bringen. Aber das kommt. Wir haben hier noch eine Kuh, die kann ich auch noch mal eben rüberziehen. Mal jüngeres Vieh. So. Die sollte jetzt ja nicht sterben auf dem Weg von da bis da, oder? So, die sollen jetzt alle ein Feld nutzen, wenn es möglich ist. Das heißt, die werden da wahrscheinlich gleich rausgebracht. Da kommen sie raus und dann gehen die genau hier auf die kleine Weide. Das finde ich sehr gut. Schön. Das finde ich gut so. So soll es nämlich sein. Was sagen hier die Jobs der Familie? Die Damen tun sich ein bisschen schwer. Werden wir mal eben überlegen, was wir dann geschickterweise noch machen können dafür. Nee, das finde ich nicht gut. Wir könnten einen Lebensmittelspeicher hier noch hinsetzen, wenn wir wollen. Dann haben wir da und hier. Bis jetzt haben wir den halt da oben. Ja, ich glaube, ich möchte hier unten vorsichtshalber auch noch einen hinsetzen. Einer reicht eigentlich, aber an mehrere Orte ist auch nicht schlecht. Das war hier, ne? Ja. Nee. Jetzt bin ich, hallo? Bin ich gerade in einem komplett falschen Zweig drin? Ach, hier. Ah. Ja. Stellen wir mal so in Raum. Kann ich den so drehen, dass der platziert wird? Ja. So können wir den setzen. Ganz so schief vielleicht. Das setzen wir dahin. Aber das pausieren wir. Das muss jetzt nicht gemacht werden. Wir haben hier unten auf jeden Fall das erstmal so, wie ich das wollte. Da habe ich ja auch auf euch gehört. Und habe mir das zu Herzen genommen, was ihr geschrieben hattet. Das fand ich auch sehr gut hier unten mit den Häusern. Ich wollte sowieso immer mal übersetzen. Ich wusste jetzt nur noch nicht so richtig, ob hier oder... Ich wäre sonst auch gerne hier hinten raus, weil hier einfach mehr Baufläche ist. Aber das ist doch ganz schön, wenn wir hier so einen kleinen... Rahmen drumherum bauen können, dann können wir auch noch mal eine Brücke. Doch, ich glaube, das wird was. Dann werden wir nämlich die Häuser hier oben fertig bauen. Bei Zeiten. Hier brauchen wir, glaube ich, so keinen mehr drin. Hier dann auch nicht mehr. Die Jobs sind voll. Alle soweit glücklich und zufrieden, würde ich fast mal sagen. Also ich habe das Gefühl, das entwickelt sich ganz gut. Auch von der Bevölkerung her steigen wir immer schön weiter nach oben. Ich kann die Marktpreise nochmal wieder... Ach, ich habe es einfach auf 110 gelassen. Ah, alles klar. Hat im Winter auch funktioniert. Dann nehmen wir nochmal hier die Protects raus. Damit die Bäume auch gefällt werden dürfen. Die wir natürlich vorher neu gepflanzt haben. Das stört ein bisschen, das verstehe ich auch. Auch andere Leute sagen, da jetzt so alles durchklicken, da habe ich keinen Bock drauf. Das sprengt auch so ein bisschen den Rahmen und auch ist nicht ganz so interessant, wie andere Sachen zu sehen. Klar, aber es gehört dazu.
Meiner Meinung nach gehört das halt dazu, dass man die Bäume dann selber pflanzt und natürlich auch auf Fällen drückt. Wir können natürlich auch einfach Extremrodung betreiben und sagen, wir pflanzen gar keine neu, aber das möchte ich halt nicht. Da spielt aber jeder auch anders, wie es ihm beliebt. Ich werde das mal ein bisschen weiter langsam laufen lassen, weil wir am Ende einer Folge angekommen sind. Mir hat es riesig Spaß gemacht und wie gesagt, ich kann auch noch mal tausendmal Danke sagen für die tollen Kommentare unter dem letzten Video. Es hat wirklich Spaß gemacht und es freut mich, dass es euch gefällt, ihr gerne zuschaut und auch mit überlegt, wie man vielleicht was machen kann. Das macht mir riesig Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, falls ihr es heute seht. Wenn nicht, wünsche ich euch einen schönen anderen Tag in der Woche. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Ostrife wieder. Und bis dahin, beste